herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Und zwar, ihr seht, ich habe wieder richtig feine Sachen für euch aufgetischt. Also es geht richtig ab gleich. Ich fange mal an. Ich habe hier Raketen, Thrill, 3-Stufen Thrill-Rakete von Funke. Dann habe ich Scream Rocket 2. Dann hier Leslie Lunatic, kenne ich noch gar nicht. Bin ich echt gespannt. Oder Lumatic, was das ist. Dann Funke Rauchbälle. Des Weiteren habe ich hier Geysir Kaliber C von Funke, ein Chiarappa Pyronionenschallerzeuger, Thunder King von Brockhoff Mach 2, Titanium King von Katan, noch ein Mach 2 Pyroland BKS Alpha, Rauchspurgeschwader von Funke, Feuerball, Funke Böller A, eine Panda Frozen, gar nicht mehr so leicht zu bekommen, richtig schöne Fontänenbatterie, dann eine Tagesbatterie mit Konfetti, ihr habt richtig gehört, mit Konfetti und vielleicht noch mit Crackling, das weiß ich nicht, ja, und dann eine Terremoto zum Schluss, und zwar die 1-Sekunde-Variante, das heißt, diese Salute-Batterie schießen alle 50 Schuss mit einmal, das ist echt Wahnsinn. Explode Smokebird habe ich, Explode Crackling Bird. Dann habe ich hier Rauch von Pyroland in Rot. Zweifach Rauch aus jeder Seite. Richtig schön. Dann Fire Event D. Dann Thunder Cracker D-Böller. Hier eine Neuheit aus diesem Jahr, Höllenfeuer von Funke in Grün. Und ja, hier noch ein paar Pyroland Böller. Ich würde sagen, wir fangen mal richtig schön an. Und zwar nehmen wir jetzt erstmal die Frozen-Batterie von Panda. Wirklich mal ein richtig schönes Teil, kann man auch, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, am Tag zünden, Panda Frozen, sehr sehr zu empfehlen für ca. 4,99 €. Wunderbare Crackling Batterie. So, weiter geht es, und zwar nehmen wir jetzt mal Funke Super 2. Müsste noch eine Zündschnur dran sein. Ja, genau. Die gehen immer aus, wenn man sie wirft. Der nächste. Machen wir hier mal so ein Pyroland Masklet, Super Masklet Faller. Auch nicht schlecht. Jetzt mal die Leslie Lunatic. Da bin ich selber gespannt, was das ist. Ich weiß es selber wirklich nicht. Mal schauen. Also eigentlich ein Wirbel mit Crackling,
muss ich wahrscheinlich hinstellen, das Teil, dass das funktioniert. So, und einen habe ich noch. Es geht munter weiter, und zwar jetzt die Explode Crackling Bird. Gleich noch ein. Echt kuriose Flugbahn. Jetzt mal eine Neuheit, und zwar Funke Höllenfeuer. Oha, das war mal richtig krass. Also eine richtig schöne Bengalflamme. Super lautes Pfeifen, wirklich ohrenbetäubend laut. Top Neuheit. Jetzt würde ich sagen, gibt's die Pyroland-Böller. Einmal Masklet-Faller Grande. Und jetzt zwei gleichzeitig Super Color Masklet Faller. Jetzt geht's weiter mit P1 Feuerwerk. P1 Feuerwerk ist ab 18 Jahre und ganzjährig erhältlich. Einmal habe ich hier den Zeus mit 0,5 Gramm Blitzknallsatz und einmal den Cobra 1 mit 1 Gramm Blitzknallsatz. Zeus. Ah, der war schon richtig gut. Cobra 1. Boah, der hat jetzt Druck. Der hatte mal richtig, richtig Druck. Wenn wir einmal bei Böllern sind, geht's weiter mit dem Fire Event D. Ah, die schnipseln noch richtig. Das macht noch richtig, richtig Spaß. Jetzt mal zwei gleichzeitig. Jetzt als nächstes kommen die Thundercracker D. Das sind auch P1 Böller. Genau. Die sind saftig, richtig, richtig krank.
Der wollte nicht. Und jetzt hier noch den vorletzten. Bei dem anderen ist auch noch eine Zündschnur dran, würde ich sagen. Jetzt die Feuerball von Pyrotrade. Das war fast schon ein Doppelt-Crackling. Mal sehen, wie der letzte hier noch ist. Sehr, sehr stark. Also quasi ein XXL-Ball mit Doppelt-Crackling. Wahnsinn. Jetzt haben wir hier noch zwei Sachen, die ich jetzt zünde. Mach 2, das Jugendfeuerwerk. Richtig, richtig schöne Pfeiffontäne. Und danach gibt es den Geysir Kaliber C von Funke. Mach 2. Mach 2 für Jugendfeuerwerk, echt sehr, sehr empfehlenswert. Und jetzt den Geysir Kaliber C von Funke. Ja, auch unfassbar starkes Crackling. Jetzt geht es weiter. Ich würde sagen, wir machen mal die Rauchbälle von Funke. Neuheit, ich weiß gar nicht, Kinderfeuerwerk F1 oder schon F2? T1, Kategorie T1. Also Rauchbälle von Funke, ihr seht ja richtig schöne Farben. Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb, Pink sogar und Weiß. Ich würde sagen, immer zwei Farben mal gleichzeitig. Ich sagen, für Rauchbälle wirklich eine gute Brenndauer. So, dass nicht zu langweilig wird, mache ich gleich mal noch den blauen und den grünen auch noch. Schaut euch das Blau an und auch das Grün, richtig intensiv, also das ist Wahnsinn. Und jetzt die letzten noch, die letzten beiden, Orange und Violett.
So, einiges ist noch übrig. Die Terremoto, eine Sekunde. Loving War, Tagesbatterie. Funke A-Böller. Nochmal Rauch von Pyroland. Chiarappa P1 Böller. Titanium King und Thunder King macht 2 nochmal. Hier Alpha BKS von Pyroland, Rauchgeschwader. Hier haben wir noch 3 Raketen. Und ich würde jetzt sagen, macht 2. Gleich mal zweimal. Jetzt gibt es was auf die Ohren, Leute, und zwar Chiarappa von Pyro Union. Richtig krasser P1 Böller mit Vorbrenner. Unfassbar, unfassbar. Also mir klingeln die Ohren. Ey. So, jetzt Titanium King und Thunder King. Erst den Titanium King. Und jetzt den Thunder King. Funke A-Böller, damit geht's weiter. Hier ist sogar so ein Reibbrett dabei, auch richtig nice, sind ja Reibkopfböller. Aber ich zünde das ganz klassisch mit Feuerzeug. Für die Größe sind die echt sehr, sehr gut. Und weil es so schön war, gleich nochmal 2 Stück. Aus den letzten Böllern, aus den letzten 5 wieder einen schönen Kreis. Jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Funke Rauchspurgeschwader. Einmal in grün, violett, blau und rot. Violett. Das war blau, der hat sich irgendwie mit angezündet. Und jetzt rot. So, jetzt gibt es die beiden Pyroland BKS Alpha. So, Pyroland BKS Alpha. Und gleich noch ein. Jetzt würde ich sagen, jetzt gibt es erstmal nochmal Rauch, dann die 3 Raketen und dann die beiden Batterien. Konfetti-Batterie, Lasting War und Terremoto. Salut, beste Salut-Batterie, Deutschland F2, eine Sekunde.
So, jetzt gibt es noch die drei Raketen. Wir haben hier eine Funke Scream Rocket 2 und Neuheit 2021 drei Stufen Thriller-Rakete oder Thriller. Scream Rocket 2 von Funke. Stufen Thriller-Rakete. So, jetzt gibt es die Leslie Loving War, eine Tagesbatterie mit Konfetti. Ja, also Tagesbatterie mit Konfetti. Ich sage mal so, ja, ich habe nicht viel gesehen davon. War auch ziemlich dünn, also eher keine Kaufempfehlung. Und jetzt, Freunde, Terremoto. Eine Sekunde, 50 Schuss. Ich glaube, das wird euch richtig wachrütteln. Also krasser geht es einfach überhaupt nicht in F2. Ihr werdet gleich sehen, was hier abgeht. Na, habe ich zu viel versprochen. Also Terremoto, eine Sekunde. Die ultimative Salutbatterie, Final-Salutbatterie, auch für einen Tag geeignet.